So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon, die gelbe Edition und auch ein herzliches Hallo an Traveler. Du siehst, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, vielleicht hast du ja Geburtstag. Weil nämlich genau heute haben wir uns gedacht, ah, wir nehmen mal auf. Würdest ja, auch von mir natürlich herzlich willkommen zurück. Wir waren jetzt doch etwas länger nicht da, out of order. Aber wir haben uns vorgenommen, jetzt wieder mehr Videos für euch zu produzieren. Und natürlich müssen wir erstmal Pokémon beenden, damit wir etwas Neues anfangen können. Mal Mitgefühl ausdrücken, für was denn? Warum weint der andere wegen Pipi? Was sind hier für traurige Gestalten? Ich weiß nicht, aber die Musik ist auch sehr... Die sind ja alle ja mega depressiv. Ja, die Musik ist auch depressiv. Ich werde auch schon depressiv. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister stiften Unruhe. Aha, gut, okay. Hallo, ein Bier bitte. Was an verblichene Pokémon errichtet? An verblichene. Oh, die Musik, Alter. Ach, ja, wer hat denn die Musik keine gemacht? Ahnung. Nein! Oh Gott, ich muss erst schauen. Das ist Gary. Ja, Entschuldigung. Ich muss erst gucken, ob meine Pokémon alle... Moment. Ja. Okay. Ja, Manny muss erstmal schauen, weil... So. Wir haben jetzt ja länger nicht gespielt, wie gesagt, und die Steuerung musste sie erstmal wieder gucken. Ja, sie sind alle fit. Ja, sind doch alle fit. Ich weiß nicht, welche Levels seine Pokémon ja, haben. Ich will nicht abrufen. Wir kriegen dann schon aufs Maul, werden wir gleich sehen. Ja. Hallo, Gary. Hi. Ich habe kein Interesse an dir. Kannst du einfach weitergehen, bitteschön? Was machst du denn hier? Was machst du hier? Das gleiche könnte ich dir zurückfragen. Deine Pokémon scheinen ganz gut in Form zu sein. Ja, dabei können wir es ja belassen. Deine auch. Deine sehen ganz fantastisch aus. Da können wir jetzt weitergehen, oder? Nach dem Kampf wird das anders aussehen. Danke. Mal gucken, du kleiner Klugscheißer. Oh, ey, 5 Stück wird ja auch immer mehr bei dem Ibitak. Oh Gott, Hilfe. Moment. Flug. Feuer hilft doch gut gegen War das Ding, nicht oder? Donner? Elektro und Feuer, glaube ich, auch, oder? Feuer auch. Ist doch auch ganz gut, glaube ich, gegen Flug. Ich weiß nicht, ich seh's gleich. Spiegeltrick. Oh, oh. Bist du dumm? Spiegeltrick bedeutet, man macht das Gleiche wie ich, aber ich habe ja noch gar nichts gemacht. Gut. Das beruhigt mich ungemein. Na, vielen Dank auch. Das hat ja voll viel gebracht. Okay, dann nehmen wir Glutex zurück. Jetzt macht er wahrscheinlich Spiegeltrick. Silberblick, na, der ist interessant. Was ist denn eigentlich Slam? Das war doch hier dieser Body-Slam-Attacke da hier, oder? Ja, aber ich glaube, das ist... Anrempeln in der U-Bahn. Nein, das ist auch manchmal Body-Slam. Aha. Ich wusste doch, dass es Elektro war. Mein Gott, du Genie. Ich bin ein Genie. Ich konnte mir das nach so langer Zeit noch merken. Jetzt sind es auch schon über 4 Monate. Mein Gehirn funktioniert noch vollumfänglich. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin 30, ich bitte darum. Ja. Na, wie geht's euch eigentlich so, Leutchen? Gut. Wir haben ja jetzt länger auch nichts voneinander gehört. Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch lebt, also wovon ich hoffentlich ausgehe. Und wie es euch denn so ergeht im Moment oder die letzte Zeit. Ob alles gut ist bei euch. Ihr habt mir, glaube ich, gesagt, bei Elektro soll ich Horny einsetzen, wenn ich mich recht erinnere. Ich erinnere mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Hat das jetzt irgendeinen Effekt? Der Kommentar war ja auch schon ein bisschen länger ja. her. Ja, kann man schon mal machen. Nein! Oh, das wird wehtun. Oh, das wird wehtun. Oh, das wird wehtun. Ah, okay, ich hab's mir schon mal vorgestellt. Dann ist ja alles gut. Sei nicht so eine Mimose. Du kannst vielleicht selber spielen, gell? Ja, mach ich auch. Ah, toll, Honey, reicht Level 23. Pikachu hab ich immer noch auf Level 20. Marsch. Wir haben übrigens... Ja. Ja, Mann hat sich gefreut. Wir haben übrigens schon ein nächstes Spiel im Auge, wenn Pokémon mal vorbei ist irgendwann. Das sagen wir euch aber noch nicht. Bö. Oh, weißt du was? Fuchtler ist eine super geile Attacke. Zumindest wenn es dies sich gerade im Kopf habe. Dafür... Ich weiß nicht, soll ich Tackle vergessen oder Giftstachel? Tackle besser, oder? Ja. Ich glaube, Giftstachel wenn ist... Wenn Fuchtler das ist, was ich gerade im Kopf habe... Ja, wir kennen es ja alle, ne? Fuchtler, wir fuchteln wild mit den dann Händen. Ist Fuchtler richtig guter... Wie? Richtig gute, gutes Deutsch, ja. Dann ist Fuchtler eine das, richtig... Das, was Frauen im Streit miteinander machen mit den das Händen Das ist auch fuchteln. Fuchtler. Muschas
ist Wasser, Elektrik bei Pika. Erstmal schön einen fetten Donnerblitz. Oh. Ins Gesicht. Tschüss. Und tschüss. War nett, mit dir Bekanntschaft zu machen. So. Jetzt kommt sein... Ne, bisher läuft doch alles gut. Sander. Ah. Ja, mein Gott. Ja. Normal. Wasser bringt wahrscheinlich nichts, ne? Nee, ich weiß nicht, ob Kampf was bringt. Ich weiß, dass ich dieses Sandern echt weiß nicht, passe. Ob unser... Ja, wollte gerade sagen, ob unser Menki was bringt. Ich versuche mal einen Fußkick. Können ja auch... Ey, toll, danke, Menki. Du bist eine große Hilfe. Ja, Sandwirbel, jetzt geht wahrscheinlich gar nichts mehr. Mega-Hit macht er. Weißt noch du, normal macht er. Noch Au. Geht's, aber... Noch eins, zwei Mal Sandwirbel. Ja, sag mal, geht's noch? Was ist eigentlich Kratzfurie? Das müsstest du als Frau doch wissen. Wie eine Furie. Wow. Toll. Prima. Ja. Danke, Minky. Danke für nichts. Du kannst keinen Sand über mir machen. Oh, Minky! Ja. Kein Problem. Lass dir Zeit. Ist nicht so, als würde es pressieren oder so. Ja, komm. Eilig? Nein, ich hab's nicht eilig, aber... Gleich ist der Tank leer. Ja, ich weiß schon. Ja, Menki, ganz klasse. Hast dich fast umbringen lassen, aber sonst hast du es ganz klasse. Protexo wird schon hinkriegen, nicht zu sterben direkt, sondern ihn so leicht, dass er nur noch ein bisschen ich weiß, was. Zerschneiderei. Bisschen KP kriegt. Zerschneider ist eine ganz leichte Attacke, aber das macht ja jetzt nichts. Wen haben wir jetzt? Der letzte. Ja, den schauen Wann wir schon entwickelt den sich Gary. Protexo eigentlich bei Level 30? Weiß es gar nicht mehr. Den Gary. Immer noch Evoli hast du ihn immer noch nicht weiterentwickelt. Ach komm. Nein, ich will nicht. Oh Gott. Ich will meinen Glutexo behalten. Guck ihn dir an. Mit seinen kleinen Pommes-Tüten. Tschüss. Jetzt kannst du machen, was du willst. Ja. Oh, oh, gleich nochmal. Ja, mach deinen Holder. Beim nächsten Mal heißt es Adios. Der macht ja gar keine sinnvollen Attacken gerade. Ja, klar, das mit X, das war da wohl nix. Tschüss. Na, oh, was? Komm, was? Das war jetzt was? Natürlich kein Volltreffer. Das war nicht mal ein halber Treffer. Das Na. War ja das war ein Scherz. Ein Fünfteltreffer war das. So. Ach so, Geo, was machst Ball. Du? Ich dachte, was macht er denn jetzt? So, also, na Gary, ich möchte ja nichts sagen, aber meine Pokémon sehen im Gegensatz zu deinen ja schon deutlich ja. besser aus. Und Gary, geh mal zum Friseur, lass dir mal neue Haarschnitt machen. Ich bin eine Hartnuss, ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Was soll das bedeuten? Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ist mir eigentlich wurscht. Was willst denn du? Wir sind keine Kumpel, wir mögen dich nicht mal. Was, geh doch mal weg. Ich habe kürzlich einen Dragosso gefangen. Und das interessiert mich jetzt weiter. Sag mal, hast du keinen Friseur, den du das erzählen kannst? Nee, er geht ja nicht zum Friseur. Ich hab ja gesagt, er soll sich die Frisur machen. Allerdings habe ich noch keinen Knocker. Ich gebe dir einen Tipp, Dragosso entwickelt sich zu Knocker. Nur mal so. Okay, egal. Können wir von diesem unangenehmen Menschen gehen? Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter, Gott sei Dank. Bis später. Ja, ich kann auf ein Wiedersehen verzichten. Das einzig Positive ist die Musik gerade. Wegen diesem Vollidioten muss ich jetzt meine Pokémon wieder eingehen. Was müssen wir hier eigentlich noch machen? Können wir überhaupt wir, was hier Ja, machen? Tatsächlich. Ich glaube, hier kann ich Dragossos Mutter befreien. Was? Als was arbeitet die hier? Als was arbeitet die hier? Die arbeitet hier als unruhiger Geist. Sie ist gestorben, auf sehr tragische Weise, und irrt immer noch in dem Haus rum. Okay. Und ich muss sie befreien. Das ist jetzt unser Problem, weil... Wir kriegen ein Geschenk, wenn wir das machen. Ah, sag doch gleich. Weißt du, wie sich das Geschenk nennt? Nee. Karma. Karma. Ah, okay. Du hast mich ja schön verarscht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal mehr genau, ob wir da was kriegen. Ich habe keine Ahnung. Ich rate es dir, dass wir hier nicht unsere Lebenszeit verschwenden. Ah.
Nein, nichts verschwendet deine Lebenszeit. Wir spielen dieses Spiel hier voller Inbrunst und voller Liebe. Ich glaube selber nicht, was ich da erzähle, aber naja. Sind das eigentlich alles Grabsteine, ne? Ja. Ich dachte am Anfang Computer. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silphscope, um sie zu erkennen. Was? Wo Ach kriegen so. Wir das denn her? Ah, jetzt weiß ich, warum mir der eine gesagt hat, ich kann diesen Turm machen, sollte aber vorher woanders hingehen. Ah, okay. Richtig. Okay. Du hast recht. Du kannst die Geister quasi nicht sehen. Ich kann die Geister nicht sehen. Toll. Deswegen greift mich auch nichts an. Wieder Lebenszeit verschwendet. Ja, bist du jetzt fertig mit Morzen, Grotze Fünferl? Ich motze nicht, ich disse dich. Hart, aber fair. Sehr fair. Ist hier in den Häusern irgendwas Sinnvolles? Komm mal her. Wer bist denn du? Professor. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Ach, soll ich die Spitznamen deiner Pokémon? Nein, bitte nicht. Doch bei Pika. Der will nur Geld dafür haben, bestimmt. Nein, nein. Pika. Der Spitzname ist Pika, oder? Ja. Ein schöner Name. Vielen Dank. Gefällt er dir noch immer oder möchtest du ihn ändern? Nein, ich bestimmt eigentlich nicht. Was ist das denn für eine Bewertung, du Honk? Er hat gesagt, das ist ein schöner Name. Ja, super, das sagt er bei jedem fucking Pokémon. Nein, egal, wie ich ihn nenne. Ob ich ihn Zipfelklatscher nenne, sagt er auch, ein schöner Name. Ich hasse Team Rocket. Dragossus arme Mutter. Sie konnte Team Rocket einfach nicht entkommen. Ach so, die sind dran schuld. Das wusste ich gar nicht mehr. Siehst du, das wusste ich schon. Ich habe dieses Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Team Rocket ist an allem schuld. Muss ich jetzt nach links oder muss ich nach unten? Ich weiß es nicht mehr. Das ist die Frage der Frage. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Nee, von oben. War ich hier schon? Ich bin... Nein, okay. Ich kenne mich sowieso nicht aus. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Wir reden von einem Pokémon, nicht von dir, oder? Immer diese Beleidigung. Ja, Mann, ich hab doch sonst nichts im Leben an Freude. Gehören möchte kein Piep. Oh, Schmalzlocke. Schmalzlocke. Oh, weißt du, so eine Schmalzlocke wäre schön, ne? Was? Es gibt ein Gebäck, das heißt so. Ja, ich habe aber gerade es nicht im Kopf, tut mir leid. Es ist ein Gebäck. Ihr googelt jetzt mal bitte alle. Ich mag's doch. Gebäck. Ja, ich google jetzt auch. Google mal, ja. Google mal. Oh, mein Gott, ist dieses Pipi nervig, ey. Und dann noch zäh ohne Ende. Du musst schon ein Gebäck eingeben, Kasper. Alter, jetzt bist du nur so aggressiv. Ah nein, kann es sein, dass ich... Ja, Schmalzgebäck. Ja, scheiße, ne? Aber es hat was mit Schmalz zu tun. Ja, ne? Schmalzgebäck, toll. Das wüsste ich auch, dass das gibt. Aber Schmalzlocke wusste ich. Ich hatte das irgendwie im Kopf. So. Ist okay. Ja. Melli hat ein neues... Ich habe ein neues Wort erfunden. Vielleicht macht der irgendeiner ein Schmalzgebäck. Ja. Mit Ohrenschmalz oder so. Ah, oh, du bist so ekelhaft. Jetzt habt ihr euren... Lacher des Tages auch schon gehabt. Ja. Nein. Und euer Internet habt ihr auch verschwendet, euer Datenvolumen fürs Googlen von Schmalzlocke. Aber als du Schmalzlocke Gebäck eingeben hast, es kam was. Ja, also es war nicht ganz umsonst. Ja, es ist wurscht, aber es kam was. Das eine sah aus wie eine Auszogene. Ach, bist du auch mal wieder wach geworden, ja? Du Black Sheep. Ist das ein... Er watscht mich. Wenn du das siehst bei der Serie... Welcher Serie? Pokémon. Ich guck dir doch dann gar nicht. Ja, aber das siehst du bei der Serie, dann watscht sie dich. Sieht ein bisschen putzig aus, aber... Wer guckt denn eigentlich Pokémon? Guckt von euch immer Pokémon? Ich hab das früher geguckt, jetzt ja, bloß keine blöden Kommentare. Früher, ich meinte doch jetzt. Ja, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es auch mal gucken, aber es kommt ja nicht mehr. Oh, Glutex, du brauchst echt lange für dieses blöde PPA. Und dann hat es nicht mal rendiert. Das liegt vielleicht auch am Trainer, dass du einmal das falsche Pokémon genommen hast. Das ist eigentlich so gemein zu Pipi. Du hast mich doch angegriffen. Aber echt? Außerdem haben wir doch gar nichts gemacht. Wir haben es nicht beleidigt. Wir haben es nur gedemütigt.
ihm gezeigt, wie schwach und nutzlos es ist. Richtig, ich krieg die Pokémon-Flöte da. In dem Turm. Und dann können wir den Relaxo, wie heißt der? Relaxo. Den Dicken da aufwecken. Ah, da brauche ich noch einen guten Pokémon-Ball. Willst du den mitnehmen? Ja, hallo, selbstverständlich. Relaxo ist ein super Pokémon. Ja, musst du halt einen starken Pokéball nehmen, wahrscheinlich 20 davon. Wahrscheinlich weil einer von 20 wahrscheinlich nur funktioniert. Ein Hypo oder ein Hyper? Am besten ein Hypero. Ein Hyperoball. Gibt es nicht mehr. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Toll. Schön. Hast du auch erfolgreich Glücksspiel betrieben? Das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, er ist weit herumgekommen. Ja. Das Glücksspiel ist ja immer so, ne? Mal gewinnt man. Man kommt eigentlich mal Ponita und Galoppa. Meistens verliert man. Feuer gegen Feuer. Marsch. Sehr schön. Dann kommt eigentlich mal Arktos hier. Arktos wird noch lange dauern. Spaß. Arktos wird noch sehr lange dauern. Wir wollen hier mal die fetten Pokémon. Wir kriegen doch hier auch diese drei Vogel-Pokémon. Von denen ich gerade den Namen nicht weiß. Schreibt mir den mal bitte in die Kommentare. Ich weiß es gerade überhaupt nicht. Die drei Vögel. Ihr wisst schon, diese großen Vögel. Arktos... Lavados und Zapdos. Wenn ihr es reingeschrieben habt, lasst es einfach stehen. Müssen wir gegen die kämpfen? Ja, und ich möchte die mitnehmen. Aber die machen uns kaputt. Nein, ich mach die kaputt. Genau. Raserei. Dann kriegen wir so eine Attacken-Serie, oder? Wir werden einfach nur extrem aggressiv und das Problem ist, Raserei baut sich auf, Stück für Stück. Das ist doch langweilig. Und wenn du dann Raserei einsetzt, verletzt du dich auch noch selber. Naja, ich weiß nicht, halt von solchen Attacken immer nicht so viel. Vulpix. Nein, möchte ich nicht. Ich weiß nicht, hier sieht Vulpix immer aus, als hätte es ein gebrochenes Bein. Sieht aus, als hätte es eine Dauerwelle auf dem Kopf. Vulpix ist sehr schön. Da ist es schlecht dargestellt, aber Vulpix ist sehr schön. Ja, und ich finde Vulnula noch schön. Das Spiel ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, so 3-4 Jahre. Aber wenn man mal überlegt, 3-4 Jahre schon ein paar mehr Jahre. Ach was, das war ja auch ein Witz. Du kannst nicht Brille einsetzen, wenn ich da bin. Wenn man mal so überlegt, dafür hat es eigentlich eine sehr gute Qualität und ist schon sehr raffiniert gemacht, wenn man bedenkt, welchem Zeitalter das war. Das ausgeklügelte System. Ja. Sag mal, erreichst du... Achso, du hast ja schon Level 24. Na, Herr Glücksspieler, Sie haben wieder verkackt. Wartet mal, ich muss mal ein bisschen umswitchen. Glutex, so kommt jetzt mal nach... Oh, zu dumm zum Wechseln. Latschi. So. Genau, jetzt passt's. Jetzt kommt mal Pikachu wieder an. Bist du eigentlich noch zufrieden? Ist das süß. Okay. Er springt. Die eine Hand winkt dann, die andere Hand hat dann den Eiern. Damit sie nicht so schaukeln beim Springen. Ah, du bist so blöd. Echt, du bist voll Idiot. Das Let's Play ist ab 12. Ganz ehrlich, dieser Kanal ist ab 18. Wir ja, haben alles. Das stimmt. Wir dieser haben Kanal alle Scheißspiele auf diesem Kanal. Horrorspiele, diese, Kinderspiele. Diese ganzen Let's Plays sind alle ab 18. Wer die Kinder früher gucken, ist selber schuld. Ja, Pika. Irgendjemandem habe ich doch eine neue Attacke vorhin beigebracht. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wer das war. Horny. Oder wie der auch immer heißt. Richtig, der Tackle vergessen, stattdessen was gelernt? So eine andere Attacke. Boah, Alzheimer lässt mich grüßen. Ja, bei mir schon. Furienschlag. Nee. Furien. Irgendwas mit Furien? Nee, hatte das nicht schon. Ach, ist doch scheißegal, der hat irgendwas Neues gelernt. Na, mich interessiert eine das eine unbekannte Attacke. Oh, ich überlege gerade. Er sieht so süß aus. Ja, wundertastisch. Ich bin ganz verliebt. Ja, danke fürs Vergiften. Überleg dir mal, wenn er dich sanft überzieht mit seinem Schleim. Boah. Wie eine Decke einhüllt. So, dass ich breche, oder was? Ja, wenn es sein muss. Jetzt hast du meinen
Ah ja, okay, das interessiert mich nicht. Kannst du einfach mal so machen. Bum, 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 bum. Und weg mit dir. Tschüss. Schleimfropfen, du. Geh zurück in deinen Abfluss. Ja, Level 22. Slime. Melly ist voll die Level-Bestie. Ja. Heute wird ein bisschen gelevelt. Wie immer. Nein, das ist nicht wahr. Ich wollte ja den Turm machen, aber ging ja nicht. Ja, wir müssen halt dieses Ding, das da Bums da holen, ne? Ja, ich brauche den Silph Scope in einer anderen Stadt. Und in welche Richtung wir gehen müssen, wissen wir auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Also aber bitte, kann man eine genaue Wegbeschreibung machen, bitte. Am besten irgendwie mit Google Maps oder so, damit wir genau wissen, wo wir hin müssen. So, jetzt darf ich mein Pikachu wieder gesund machen, weil irgend so ein Vollidiot ihn vergiftet hat. So, gut, dankeschön. Oh Gott. Alter, gleich drei, ne vier, oh Gott, da oben ist auch so ein die Käsekopf. Die Schule macht Spaß, ist doch gut. Pokémon zu trainieren, aber auch. Ja, und warum muss ich darunter mal leiden? Muss ich ja, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja. Ein Streber. Oh, süß. Ich weiß nicht, warum kriecht der auf den Boden? Es macht für mich keinen Sinn. Für mich schon. Warum kriecht der auf den Boden? Ja, das auch, weil er von hinten genommen werden möchte, wenn es nach dir geht. So kämpft auch keiner. Mann, jetzt vergiftet der mich schon wieder. Was ist denn da verkehrt mit euch? Die Gegner aber schon, der 26 ist schon. Naja, klar. Oh ja. Na, nicht mein Pikachu kaputt machen, bist du dumm oder was? Na, bitte mach's nicht kaputt, dann geht sie wieder ewig heim. Oh, Streber. Okay. Kannst auch auf deinen Knien bleiben. Schule. Ja, geht's. Geht's auch schon. Und nerv mich nicht. Ich habe halt nur ein Gegengift, aber ich habe nichts zum Hypertrank. Nein, ich bin nicht lieb. Ja, dann tauschen wir mal gegen Menki. Weil Pikachu ist gerade nicht mehr so fit. Die wollen gar nicht es alle gegen dich kämpfen. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier herumstehen. Da hast du sogar vollkommen recht. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Ja. Könntest du uns ja erklären können, warum ihr hier rumsteht? Ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Warum hat sie so viele Pokémon? So viel Ego hat sie nicht. Nein! Taubs. Da hätte ich jetzt Pikachu so gut gebraucht. Und wieder Sandwirbel. Irgendwie war das jetzt so, dass ich Kratz vorgenommen habe, wo ich doch ganz genau weiß, es bringt nicht hin. Gute Frage. Nein! Sag ich doch Sandwirbel. Naja, einmal haben wir noch. Ah. Oh, Fußgänger. Ja. Ach komm. Das geht so schnell. Das geht ja, jetzt so ist schnell. Sowieso am Arsch, das. Nein, das schadet ihm nicht. Ja, so. Aber. Na, okay, er trifft. Ich hätte gedacht, er trifft jetzt ist dann. Ist nicht effektiv, weil dafür ging aber einiges weg. Dafür, was dass ist, nicht wenn es effektiv ist, dann wird er in die Atmosphäre gekickt. Ratfratz. Nein, ich bleib bei Menki. Süß. Ein Rattifratz. Ein Karateschlag. Werde ich nicht herausfinden, denn die Attacke ging. Auf den Nacken. Nein! Das war's. Nee. Nee. Oh, ich dachte, das schadet. Ein hartem Nehmen. Oi, komm schon jetzt. Ja, wenn er natürlich ja, dauernd hier kann. Umsonst. Oh ja, irgendwas kein Problem. Kriegt, ja, mach mal Menki kaputt. Mach nichts. Wenn er natürlich dauernd darf und wir ja. Nichts durchkriegen, ja, ist klar, dann sind wir tot. Platschi. Platschi, du siehst so spitz aus. Geduld. Was ist da los? Warum habe ich ihm Geduld beigebracht? Keine Ahnung, weil du lost warst. Ja, aber ehrlich. Da war ich aber mega lost. Das war Volltreffer. War ich jetzt mal ehrlich, warum habe ich ihn mit Geduld beigebracht? Weiß ich nicht. Das ist 300 Jahre her. Nidoran. Da musst du ins Archiv gucken. Kann ich eigentlich, während ich Geduld was habe, was anderes einsetzen nehmen? Ne? Weil alles, was ich jetzt einstecke, teilst du wieder aus? Teile ich wieder aus, aber ich glaube mit doppelter Karte. Keine Ahnung, werden wir dann sehen, ne? Okay, wie lange geht Geduld dann? Oh, das geht ein bisschen.
geht 5 Runden. Bis wir tot sind, gell? Ja, nee, und dann platzt er. Dann bringt es uns auch nichts mehr. Wow! Ich bin begeistert. Das ist also Geduld. Okay, gut, da kann ich drauf verzichten. Ja, seine Attacken waren aber auch nicht effektiv, nicht so, ne? So stark, ich weiß schon. Aber trotzdem. Da hat sich es nicht rendiert. Beim nächsten Mal kann man Geduld also, auch weggeben. Ja, wenn er irgendwas Neues lernt. Ich weiß nicht, ob Garados noch was Neues lernt. Für den Ninja-Angriff oder sowas. Mauzi! Auch kannst du dann... Ah nee, ich glaube, das geht in den Neueren. Mauzi ist stark, freu dich nicht so auf Mauzi. Nein, weil Mauzi kann Zahltag machen. Ich weiß nicht, ob es nur hier auch schon Geld, kann. Geld. Genau, das gibt Geld. Money, money, money. Ich weiß nur nicht, ob er das hier... Oh. Aber ich weiß nicht, ob er hier auch schon Zahltag kann. Keine Ahnung, aber er wird uns doch nicht freiwillig Geld schenken. Na, so will ich mir nicht. Bringt das dann noch irgendwas? Greift uns ja. das an? Was? Zahltag? Zahltag, ja, natürlich, wie Tackle und weiß ich nicht, also, was alles. Okay. Und dann fallen die nebenbei und ein paar Münzen aus dem Arsch. Münzen raus. Aha, und okay. Die sammeln wir dann danach ein, sofern wir natürlich gewonnen haben. Und dann waschen wir die erstmal hoffentlich. Nein, die fallen ja nicht aus dem Po raus. Ja, wo denn sonst? Weiß ich nicht, die fallen von seinem Kopf, der hat doch da oben auf dem Kopf so ein... Münzding. Aha. So ein Münzhalter. Münzhalter. Das ist dann defekt in dem Moment. Schau, was du getan hast. Ich schäme mich abgrundtief. Ja. Schau mal, wie du aussiehst. Und tschüss. Noch Wer ist denn krank? Vergiftet. Mauzi ist so süß. Ja, achso, tschüss. Ja. Ja. Und bald nicht mehr am Leben. Ja, mal so eine Frage. Bringt es eigentlich überhaupt irgendwas, dass ich hier gerade kämpfe? Oder bin ich jetzt dann... Nein, ich habe ja noch Pikachu. Ja, der ist nämlich auch wirklich... Zahltag, schau, das meinte ich. Geld! Sehen wir da auch, wie viel wir dann bekommen? Ich glaube schon. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Nochmal Zahltag, bitte. Mir leid. Wir brauchen Geld. Na, das wird er nicht damit machen. Lass ich jetzt Pikachu sterben lassen? Aber es war es dir wert. Aber für die paar Münzen. Nein, darum ging es. Warum setzt du bis ein? Hallo, das ist meine Aufgabe. Und das. Aber ich will das hier alles über mich haben. Mein Gott, jetzt steig ab meinem Level auf. Was ist denn verkehrt bei dir? Nein. Bringt eigentlich Blubstrahl irgendwas? Ich meine, irgendwas Gutes. Schau mal, da oben hat er so ein Münzding. Ja, wenn er natürlich ständig das macht, dass mein Angriff sinkt, dann... Ja, nicht schlecht. Kann man machen. Kreideschrei. Oh, herrlich für die Ohren. Ich liebe das. Das ist genauso pervers wie die Musik hier in dem Haus da war, in dem Turm. Da willst du freiwillig auch gleich ins Grab gehen, ne? Oh, ich dachte schon, ich steck nie ins Level auf, im Level auf. Ich kann kein Deutsch mehr heute. Tut mir leid. Ich bin heute nicht deutsch. Es war ein langer Tag. Es war ein langer Tag, ja. Nur für euch. Hier. Nach meiner Arbeit nehme ich noch für euch. Nur für euch opfern wir die Zeit. Hallo? Mauzi, ist der Kerl bei dir? Das finde ich nicht in Ordnung. Das finde ich schon in Ordnung. Kannst du das nochmal machen? Oh, dieses hysterische Ding. Das macht einen echt fertig, ey. Als ob ich nicht so sehe, dass er kurz vorm Ende ist. Haben wir Heiltränke dabei? Nein. Toll, wie immer. 48. Yay, ja, ich mein, Kopfmünz. Jetzt werde ich aber dennoch mal heilen gehen, weil jetzt doch einige Pokémon schon hinüber. Ihr könnt ja 3 Minuten vorspulen. Dauert keine 3 Minuten. Bist ja schon da. Außerdem, ne, müsst ihr auch leiden, so wie wir. Mhm. Wir haben jetzt dann eh schon die erste halbe Stunde rum. Wir nehmen aber mehrere Teile hintereinander auf. Und wie oft wolltest du sie online stellen? Jeden Tag oder was? Ich versuch's zumindest. Er versucht es. Macht mir keinen Stress. Setz mich nicht. Immer dieser Leistungsdruck. Wie du schaust. Wie habe ich denn geschaut? Also, so verwirrt maximal. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Du weißt schon, dass ein Nidoran reicht. Ja, aber sie mag eine Herde, eine Gruppe. Und dann sammeln sie 2.
Weil wir brauchen, im Spiel war es damals schon so wie heute hier, wir brauchen die Gruppenimmunität, die Herdenimmunität. Oh Gott. Oh wow, das hat richtig viel gebracht. Ich bin richtig überwältigt. Migräne ist eigentlich eine sehr starke Attacke. Dass es bei Nidoran nicht so gut wirkt, zeigt mir, dass Nidoran eigentlich ein sehr starkes Pokémon ist. Du hast doch einen Nidoran. Ja. Ein Nidoking. Ich weiß, dass es nicht schwach ist. Dann haben wir auch ich ausgesucht. Nidorina. Nein. Warum ist eigentlich Karateschlag normal und keine Kampfattacke? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Es macht ja eigentlich keinen Sinn. Karateschlag. Es sagt ja schon, Karate ist für mich Kampf. Für dich, aber für andere ist es wieder was anderes. Für die Entwickler. Ich bin gerade gespannt, wer schneller von uns den Löffel abgibt. Ah, es ist eine Domina. Es ist ja wieder mal die Frau, die als erstes den Kürzeren zieht. Ich möchte hier keine Diskriminierung. Ah, können wir endlich mal vorbei an euch hier? Mein Gott, der Schneider. Was soll ich denn da mit dem Gemüse? Gibt's da nichts? Ja, da gibt's halt seltene Pokémon wahrscheinlich. Ach so. Ich dachte, da gibt's was zu finden oder so. Ich bin so dumm heute. Wem hab ich den Zerschneider? Wem hab ich denn den Zerschneider beigebracht? Cortexo, glaube ich. Nein! Nein, ich wollte es auch nicht benutzen. Doch. Entschuldigung. Jawohl. So, dann kannst du dir die Pokémon ansehen, die hier sind. Ich wollte mir die nicht angucken. Ich dachte nur, da gibt's was zu dem. Ich will die nicht angucken. Du kannst auch wieder rausgehen, wenn es da nichts gibt. Vor allem Taubsi, der hängt mir zum Hals raus. Der kommt mir schon hinten raus. Nein. Ich habe mich nur umgedreht und das ist einfach schon wieder zugewachsen. Das wächst schnell. Ja, ich merke schon. Es hat ein Wachstumsserum. Den Schaufler kann ich, glaube ich, einsetzen, wenn ich unterirdisch bin. Ich bin mir nicht ganz sicher. Bitte? Nein, ich weiß, wo ich bin. Am Arsch der Welt. So ähnlich.